178 Stundenkilometern, kostet allerdings auch 1 Million Dollar. Die Rennversion des F1 hat gleich beim ersten Anlauf die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Dieses Glanzstück der Kraftfahrzeugtechnik ist der Star der GT-Meisterschaft des Automobilweltverbandes FIA. An den vierstündigen Rennen auf internationalen Grand Prix-Kursen beteiligen sich namhafte Hersteller wie Ferrari, Porsche, Jaguar, Lotus und eben McLaren. Diese Weltmeisterschaftsläufe sind eine echte Bewährungsprobe für die besten Sportwagen, die es gibt. Und bisher haben die McLarens die Nase vorn. Dieses Wochenende im schwedischen Anderstorp hat für das Gulf GTC McLaren Team entscheidende Bedeutung. Seine beiden Wagen müssen ihren knappen Punktevorsprung in der Weltmeisterschaft verteidigen. Auftanken und Fahrerwechsel gehören auch im freien Training zur Routine. Der kurvenreiche 4 Kilometer lange Kurs mitten in der schwedischen Landschaft führt um ein Flugfeld herum. Am Ende der längsten Geraden erreichen die Wagen eine Spitzengeschwindigkeit von 280 Stundenkilometern. Das Durchschnittstempo pro Runde liegt bei 160 km/h. Rennentscheidend sind mehrere extrem langgezogene, leicht erhöhte Kurven. Die schweren Wagen mit den mächtigen Motoren werden aufs Äußerste gefordert. Das Gulf-Team nutzt das freie Training, um die optimale Abstimmung zwischen Schnelligkeit und Ausdauer zu finden. Für den Sieg braucht man beides. In dieser sehr langen, erhöhten Kurve kommt es zum Untersteuern, dass man ständig mit Lenkrad und Gaspedal korrigieren muss. In dieser Linkskurve bewirken die weicheren Reifen auf den rechten Rädern eine bessere Bodenhaftung. Wie man sieht, muss der Fahrer weniger stark gegenlenken, kommt genau an der Seitenbegrenzung aus der Kurve, beschleunigt und schaltet dann in den vierten und den dritten Gang runter. Hier weicht das Auto wegen leichten Untersteuerns von der Ideallinie etwas nach außen ab. Diese lange Kurve ist sehr wichtig, weil der linke Vorderreifen extrem belastet wird. Und da ist auch noch ein Porsche im Weg. Dann kommt noch eine scharfe und deshalb sehr langsame Linkskurve und man ist wieder an der Start- und Ziellinie. Angetrieben wird der McLaren von einem 600 PS starken 6 Liter V12 Motor von BMW. Dieser sensationelle Motor ist der beste, mit dem ich je gefahren bin. Er ist geschmeidig wie Seide und beim Gasgeben kommt man sich vor wie in einem Zug, der aus dem Bahnhof rollt. Im Rennen kommt es nicht nur auf schiere Kraft an. Der Motor ist auch wichtig für das Handling. Denn wenn das Auto an der absoluten Grenze seiner Belastbarkeit und Manövrierfähigkeit mit schlitternden Reifen in die Kurven geht, muss der Fahrer es nicht nur mit dem Lenkrad, sondern auch mit dem Gaspedal unter Kontrolle halten. Leider ist ein so starker und trotzdem elastischer Motor auch entsprechend groß und schwer. Wenn du in die Kurven schlitterst, hast du das Gefühl, dass der Motor dich überholen will und du traust dich nicht, das Letzte aus ihm herauszuholen. Der Wagen braucht nur 6 Sekunden, um von 0 auf 160 zu beschleunigen. Noch schneller kann er bremsen. Am Ende der langen Geraden in Anderstorp benötigt der Fahrer nur 2 Sekunden, um sein Auto von 280 auf 80 km/h zu verlangsamen. Dafür sorgen die äußerst effizienten Bremsscheiben aus Kohlefasern. Im Verlauf des freien Trainings muss das Gulf-Team jedoch feststellen, dass die Reifen ein großes Problem sind.
Sie sind schon nach 10 Runden fast verschlissen, obwohl sie eigentlich 40 Runden halten sollen. Das Auto ist immer nur so gut wie seine Reifen. Wir tun unser Bestes, damit sie in den langen Kurven die vorgesehene Leistung bringen. In diesem Fall erweist sich das als recht schwierig. Die Fahrer haben in den langen Kurven mit Untersteuerungsproblemen zu kämpfen, weil der Grip der Vorderreifen zu wünschen übrig lässt. Entsprechend kräftig müssen sie gegensteuern. Wir müssen die Bodenhaftung der Vorderreifen verbessern. Die Kurven sind so lang, dass sie wegen des Untersteuerns stark rutschen und zu heiß werden. Das müssen wir beheben, damit das Auto funktioniert. Eine Methode, die Bodenhaftung zu verstärken, besteht darin, die Aufhängung zu verändern. Das Problem dabei ist, dass sie für normale Straßen und nicht für Rennstrecken konzipiert wurde. Das Team hat bereits versucht, mit Hilfe eines Simulators eine Lösung zu finden. Bei dieser Anlage ahmen hydraulische Säulen unter den vier Rädern die Rennbedingungen nach. Unser Problem ist, dass wir für das sehr schwere Auto eine entsprechend harte Federung brauchen, die aber die gesamte Abstimmung und das Fahrverhalten nicht allzu sehr beeinträchtigen darf. Normalerweise haben die Wagen einen Bodenabstand von 8 bis 10 cm. Für die hohen Geschwindigkeiten auf den Rennstrecken muss man ihn erheblich verringern, um genügend Abtrieb zu erhalten. Doch darunter leidet das Handling. Um das auszugleichen, hat das Team neue, eigens dafür entwickelte Stoßdämpfer eingebaut. Während des Trainings probiert man aus, wie hart man die Federung einstellen muss, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Eine weiche Federung verringert zwar den Reifenverschleiß, aber der stärkere Rückprall der Stoßdämpfer macht das Auto leider auch langsamer. Mir scheint, wir brauchen hinten eine etwas härtere und vorne eine etwas weichere Federung. Am Ende des Tages ist man immer noch in derselben Zwickmühle. Entweder sind die Autos zu langsam oder die Reifen nutzen zu schnell ab. Wir haben die Federung so eingestellt, wie es uns hier angebracht schien. Leider funktioniert das nicht. Wir werden morgen wieder die alten Stoßdämpfer mit den gewohnten Einstellungen einbauen. Das Zeittraining, das über die Startaufstellung entscheidet, besteht aus zwei 45-minütigen Phasen. Während der ersten Runden fahren die Wagen zum Aufwärmen des Motors mit normalen Rennreifen. Dann steuern die Fahrer die Boxen an und lassen die Rennreifen gegen superweiche Spezialreifen nur für das Training auswechseln. Sie halten zwar nur 2 Runden, sind aber so griffig, dass man bis zu 2 Sekunden schneller ist. Für jedes Auto steht nur ein Satz zur Verfügung. Er muss ausreichen, um die schnellstmögliche Rundenzeit zu erzielen. Die Fahrer haben nur wenige Minuten, um mit höchster Konzentration das Letzte an Leistung aus ihren Maschinen herauszuholen. Man muss sehr aggressiv fahren, um schnell genug zu sein. Aber wenn man dicht an der absoluten Grenze ist, läuft plötzlich alles wie geschmiert. James Weaver fährt gleich zu Anfang eine sehr schnelle Runde. Seine Zeit wird im Verlauf des Trainings nur von 3 anderen unterboten. Damit hat er sich die 4. Startposition gesichert. Sein Teamkollege Pierre-Henri Raffanel ist nur 14 Sekunden schneller und wird am nächsten Tag auf Platz 2 stehen. Der Rennleiter ist zufrieden.
Zwei der Ferraris sind die schärfsten Konkurrenten der McLarens. Einer steht auf Platz 1, der andere auf Platz 3. Nach den beiden Qualifying Sessions treffen die Ingenieure die endgültigen Entscheidungen über die Abstimmung für das Rennen. Weaver und Bellum nutzen die Pause, um die Strecke mit dem Roller abzufahren und sich die problematischen Stellen genau einzuprägen. Wichtig ist auch der richtige Bremspunkt vor den Kurven. Jeder hat seine eigene Ideallinie. Und jeder merkt sich die Unebenheiten. Als die beiden Gulf GTC-Wagen am Tag des Rennens an den Start gehen, liegen 4 Stunden und über 150 Runden vor ihnen. Sie werden mindestens 3-mal zum Reifenwechseln und Nachtanken an die Box kommen müssen. Wie bei den IndyCar-Rennen gibt es einen fliegenden Start und in der ersten Kurve liegen die beiden Ferraris vorn. Die Gulf GTCs fallen auf den 4. und 5. Platz zurück, hinter einem langsameren Lotus, der sie aufhält. Raffanel in der 4. Position muss bis zum Ende der langen Geraden warten, bis er ihn überholen kann. Er nutzt seinen überlegenen Motor, um aus dem Windschatten heraus an ihm vorbeizuziehen und ihn dann eingangs der Kurve auszubremsen. Die kraftstoffhungrigen Ferraris müssen als Erste an die Box. Die McLarens kommen mit einem Boxenstopp weniger aus und halten in der 39. Runde zum ersten Mal. Fahrer- und Reifenwechsel sowie das Nachfüllen von über 80 Litern Kraftstoff dauert, wenn es gut klappt, 50 Sekunden. Mit der DSF-Reportage. Präsentiert von der 11812, der Flirtauskunft. In der 42. Runde fliegt einem der McLarens des Gulf-Teams ein großes Stück Hartgummi gegen die Windschutzscheibe, die dabei Risse bekommt. Stärker beschädigt wird die Scheibe des McLarens, der für das Harrods-Team fährt. Bei der Reparatur verliert der Wagen 4 Runden. Damit ist einer der Hauptrivalen für das Gulf GTC-Team praktisch aus dem Rennen. Je länger das Rennen andauert, desto öfter machen sich Konzentrationsschwächen der Fahrer und Verschleißerscheinungen ihrer Autos bemerkbar. Ein Motorschaden schaltet auch den führenden Ferrari aus. Damit rücken die Gulf McLarens auf Platz 2 und 3 vor und machen Jagd auf den anderen Ferrari. Doch dann, eine Stunde vor dem Ende des Rennens, muss der Wagen von Bellum und Weaver mit einem Bremsdefekt an die Box. Die Reparatur kostet sie 3 Runden. Jetzt hat nur noch Raffanel die Chance, dem Ferrari den Sieg streitig zu machen. Er liegt zwar eine Runde zurück, fährt aber wesentlich schnellere Rundenzeiten.
Raffanel holt zwar ständig auf, aber die Lücke ist einfach zu groß und der Ferrari gewinnt. Raffanel wird mit 30 Sekunden Abstand Zweiter und empfängt über Kopfhörer das Lob des Rennleiters. Bloody good drive, well done. Looks pretty good for the points. Für das Team sind der zweite und dritte Platz sowie wertvolle Punkte ein großer Erfolg. Auch wenn es dieses Mal nicht zum Sieg gereicht hat, am Ende wird das McLaren Gulf Team die GT-Weltmeisterschaft des Jahres 1996 gewinnen. Sie sind unglaublich schnell, kraftvoll und ausdauernd. Sie fordern den Fahrern eine fast übermenschliche Leistung ab. Das sind die Rennmaschinen, die fast Unmögliches vollbringen.